Komi Can't Communicate, ein brandneuer Anime auf Netflix, bei dem ihr die erste Folge jetzt schon anschauen könnt. Was euch hier erwartet, ist ein klassischer Comedy-Romance-Mix, wie wir ihn aus Shows wie Rental Girlfriend oder Highscore Girl zum Beispiel kennen. Ähnlich wie beim Thema Shonen unterscheiden sich Animes in diesem Genre nicht groß voneinander, aber es macht immer wieder aufs Neue Spaß. In der ersten Folge lernen wir unsere zwei Main-Character kennen, nämlich Komi und Tadano. Wir hatten am ersten Schultag der beiden. Komi und Tadano begegnen sich schon am Schließfach und Tadano fällt sofort auf, wie wunderschön Komi ist und versucht eine Freundschaft und ein Gespräch aufzubauen. Komi rennt aber daraufhin sofort weg, was Tadano erschreckt, aber er sich einfach nichts dabei denkt. Danach geht er zurück in die Klasse, wo die erste Stunde beginnt. Dort merkt er, dass er der Banknachbar von Komi ist. Er kriegt das Gefühl, dass ihn alle anstarren und fühlt sich, als wäre er im Schatten von Komi gelandet. Er kriegt direkt ein unangenehmes Gefühl und ist der Meinung, dass seine Schulkarriere jetzt schon komplett für den Arsch sei. Als nächstes checkt die Lehrerin die Namensliste. Komi muss sich jetzt vorstellen. Komi steht auf, geht vor zur Tafel und schreibt ihren Namen auf die Tafel und die ganze Klasse feiert es, mit welchem Enthusiasmus sie das getan hat. Dabei merkt aber niemand, dass Komi einfach nur verdammt schüchtern ist. Außer unsere Hauptrolle Tadana. Nach einem Szenenwechsel mit einem coolen Mega Man-Einspieler sehen wir die zwei allein im Klassenzimmer, wie sie anfangen zu connecten. Tadana will ihr unbedingt helfen, sie versucht aber nur wieder wegzurennen. Als Tadana ihr dann sagt, dass er weiß, was ihr Problem ist, bleibt sie stehen und hört ihm zu. Die Frage ist nur noch, wie die beiden jetzt miteinander kommunizieren sollen, wenn Komi nicht mehr mit ihm reden kann. Und ab hier passiert was Magisches. Komi geht zur Tafel und fängt an, mit Tadana über die Tafel zu kommunizieren. Er stellt ihr Fragen und sie schreibt ihre Antwort auf die Tafel. Komi lässt alle ihre Gefühle in Form von Worten aus. Nun fängt Tadana auch an, mitzuschreiben. Sie schreiben nun beide zusammen auf die Tafel und wir sehen eine tolle Animation, wie Kreidestaub vom Himmel fällt und Komi und Tadana sich wunderbar verstehen und sich zum ersten Mal wohl in dieser Schulklasse fühlen. Der Piano-Soundtrack, der dabei läuft, ist der absolute Wahnsinn. Und die Schönheit dieses Animes wird uns zum ersten Mal richtig bewusst. Komi erzählt Tadada, dass ihr Ziel ist, 100 Freunde zu finden. Tadada sagt hingegen, dass er der Erste ist und ihr dabei helfen wird, die anderen 99 Freunde zu finden. Nun kriegen wir einen Schwenker durch die Schule und sehen schon mal, was uns in den zukünftigen Folgen so erwarten wird und welche Charaktere wir noch kennenlernen dürfen. Die erste Folge hat die Comedy und die Schönheit der Romantik schon perfekt rübergebracht und uns ein gutes Gefühl für die zweite Folge gegeben. Die Animation ist wunderschön und die Musik ist auch top bis jetzt. Der Anime weiß genau, wann die Musik aufhören muss und wann sie wieder anfangen muss. Die Animation ist viel zu gut für ein Romance-Comedy-Anime. Ich finde, beide Aspekte kommen super rüber in der ersten Folge und ich freue mich jetzt schon auf mehr. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Ciao!